Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es gibt ein Update zu meinem Rolling-Projekt. Ich rotiere ja durch die ganze Sammlung von mir. Und auch da habe ich, kann ich schon mal verkünden, ein Roll-In, der stattfinden kann. Den hebe ich mir aber auch bis zum Schluss auf. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Updates zu den Produkten. Fangen wir an mit dem Produkt, das am wenigsten benutzt wurde. Und zwar von Colourpop ist das die All I See is Magic Palette mit der Farbe Save It for Later. Das ist dieser Ton hier, dieser Goldschimmerton. Den habe ich insgesamt zweimal benutzt. Kurz oder relativ kurz nach dem Intro-Video habe ich in meinem Tin-Anwendungsprojekt einen Goldton gezogen, wodurch der nach hinten gewandert ist, beziehungsweise hatte ich auch noch andere Schimmertöne, die ich mehr gefühlt habe einfach. Und ja, zum nächsten Update sage ich mir, müssen die 10 Striche voll sein. Also das wären jetzt noch 8 Anwendungen, die müssen zum nächsten auf alle Fälle da sein, weil ich möchte hier ja ein Hit the Pen erreichen. Genau. Dann zwei relativ erfolgreiche Produkte. Zum einen von Elf der Lip Pencil, Lip Crayon, wie die Dinge auch heißen. In der Farbe Rich Red. Da habe ich das Ziel 15 Anwendungen und ich bin bei der Farbe bei 7. Also quasi die Hälfte geschafft. Ich glaube, ein oder zweimal auf der Arbeit sogar nachgemalt. Hier hat sich nicht viel getan. Er trocknet halt nicht komplett matt. Das kann ich auch mit dem Swatch zeigen. Also er ist nicht ganz so todesmatt. Er wirkt von weiter weg matt, ist aber auf den Lippen so leicht cremig. Wodurch ich ihn auch nicht so oft nachmalen muss. Gefühlt. Und ja, 7 Anwendungen zum ersten Update. Vollkommen in Ordnung. Ich denke mal, ich werde den auf alle Fälle zum nächsten Update durchpowern, sodass der dann als Rollout ja das nächste Mal dabei ist. Und dann ziemlich ähnlich von Catrice aus der Ultimate Matte Reihe, die mit dem Velvet Optic Look, die Nummer 020. Hier habe ich 4 Anwendungen. Das ist so ein ja sehr pinkiges Nude, finde ich. Ja, es ist pinker als das, was ich jetzt trage. Da ich auch an Ken Yam Yam arbeite von MAC, teilt sich das so ein bisschen. 4 Anwendungen. Vielleicht zum nächsten Update die 11 auf alle Fälle voll noch, sodass ich auch hier Rollout machen kann. Wenn nicht, ist es nicht ganz so schlimm, dann wäre ich wahrscheinlich fast davor. Aber ich habe die Hoffnung, dass der Lippenstift, den ich heute trage, vielleicht nächsten Monat leer ist, dass dann mehr die Nude-Töne getragen werden können, beziehungsweise andere Lippenstifte. Ja. Genau. Dann ein Produkt, wo in dem Sinne wenig optischer Fortschritt ist, ist bei meinem Highlighter von Trend It Up, der Natural Radiant Highlighter in der 35. Gerade gegessen. Der hatte noch ein, ich sag mal, intaktes Imprint und jetzt so langsam geht der Imprint hier in der Mitte weg. Da sind jetzt 25 Anwendungen raus, kein Hit the Pan. Mal gucken, wie lange ich da noch mitmache. Sollte ich die 100 voll haben und immer noch kein Hit the Pan, welchen definitiv mal rausnehmen. Einfach, damit ich an anderen Highlightern arbeiten kann. Aber ja, so ist der aktuelle Stand. Wobei zurzeit ruht er auch ein bisschen da im 10-Anwendungsprojekt ein Highlighter drin ist und ich den dann schneller wieder rausbekomme. Und ja, manchmal mische ich die beiden aber auch zusammen. Aber 25 Anwendungen für das erste Update
ist, finde ich, also ist eine gute Zahl. Also sind dann ja fast einen Monat lang komplett getragen. Und das letzte Produkt ist der Rollout und zwar von Make-up Revolution und so. Die Palette, die Soap X Palette. Oh Gott, Wortkatze. Ja, da habe ich einen Lidschatten gezogen gehabt und zwar die Farbe Penguin. Und das ist das gute Schätzchen. Ich habe einen Hint für Pan erreicht. Bin ich sehr stolz drauf und das nach 12 Anwendungen. Ich habe den Ton aber auch als Setting-Ton für mein komplettes Auge benutzt. Von daher und auch einen leicht fluffigeren Pinsel. Von daher ging das also ein bisschen schneller. Ich habe den jetzt in meinem Sommerprojekt, deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht auch nach 12, 15 Anwendungen hier einen Hit für Pan habe. Mal schauen, wie gut der dann funktioniert, aber der Ton geht raus. Jetzt habe ich zwei Pans in dieser Palette und bin gespannt, was ich dafür mit reinnehme. Es ist jetzt ja so der kleine Glücksspielfaktor für mich. Was ziehe ich und was ist es am Ende? Und zwar haben wir 952 Produkte. Ich drehe und die 70. 70 muss ich nochmal neu drehen. Das ist die Überschrift Face Paletten. Die gibt es so als Nummer nicht. Dann die 615. Wieder ein Lidschatten. Wieder ein Lidschatten. Und zwar aus der Revolution Flawless 4 Palette. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist schon mal nicht das Schwarz. Das ist schon mal gut. Oh. Es ist ja dieser rotbraune Lidschattenton. So sieht er geswatcht aus. Ähnelt auf alle Fälle jetzt so vom Swatch dem D5 aus der Anastasia Beverly Hills Novena Volume 4 Palette. Den ich in meinem Tinder-Anwendungsprojekt habe. Oh. Geswatcht sieht er so aus. So leicht rötlich. Was nehme ich da als Ziel? Ich weiß, dass die matten Töne alle ein bisschen länger brauchen für den Hitzepan. Mache ich einen Hitzepan oder mache ich ein Anwendungsziel? Ich würde den ja in meiner Lidfalte verblenden. Da habe ich aber halt auch noch andere. Ich mache erstmal ein Anwendungsziel von 30. Ich werde ihn jetzt erstmal für 30 Tagesanwendungen benutzen. Das wäre quasi bis zum nächsten Update jeden Tag einmal. Dann schaue ich, ob irgendwie ein Dip oder so, also eine Kuhle oder so da ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird da rausgenommen, einfach damit ich ein bisschen Variation im Projekt habe und mir nicht alle meine Lidfaltentöne aus meiner Pan That Palette zerstöre. Und ja, sollte deutlicher Dip sein und ich vielleicht sogar einen Hit für Pan habe, dann nehme ich ihn auch raus. Aber erstmal mache ich 30 Anwendungen. Das klingt nach einer guten Summe, die schaffe ich nicht unbedingt, weil ich nun auch nicht jeden Tag so einen dunklen Ton tragen möchte. Zum heutigen würde er zum Beispiel auch gar nicht passen. Deswegen 30 Anwendungen.
Oh, ich dachte schon, es wäre das Schwarz. Wobei beim Schwarz wäre ich vielleicht sogar auf Hit the Pan gegangen. Schade, ärgert mich, aber so ist es nun mal, wenn man den Zufall entscheiden lässt. 30 Anwendungen und ich bin gespannt, wie er dann aussieht. Ja, das war auch schon das Update zu diesem Projekt. Kurz und schmerzlos oder relativ kurz und schmerzlos. Ich verlinke dir das Intro-Video dazu unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.